Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über die neuen Räumlichkeiten des Hanau Bürgerservice hier im City Center. Mich, Svenja Trautmann, die Teamleiterin des Ganzen, habt ihr bereits kennengelernt. Heute möchte ich euch ganz gerne etwas über die technischen Highlights erklären. Seid ihr dabei? Dann folgt mir gerne. Das ist unser Passausgabeterminal. Wir freuen uns, eine der wenigen Kommunen zu sein, die diesen Service anbieten können. Wenn ihr bei uns ein Passdokument beantragt habt und dieses nach ca. 3 bis 4 Wochen wieder abholen möchtet, so könnt ihr das ganz bequem an diesem Automaten tun. Ihr benötigt dafür lediglich den zugeschickten Code und zur Identifizierung euren Fingerabdruck. Das Besondere an diesem Service ist, dass die Öffnungszeiten dieses Vorraums an die Öffnungszeiten des City Centers angelehnt sind. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euer Passdokument täglich, auch samstags, bis 20 Uhr hier an diesem Terminal abzuholen. Das ist unser Ticket-Ausgabeterminal. Ihr benötigt ein Ticket, wenn ihr euer Pass- oder Ausweisdokument bei uns abholen wollt und draußen das Passausgabeterminal nicht nutzen wollt. Außerdem haben wir die Möglichkeit, um verschiedene kleine Dienstleistungen, wie zum Beispiel Führungszeugnis, Meldebescheinigung, Gewerbezentralregistern, zu erweitern, um die Wartezeiten gering zu halten. Wir arbeiten überwiegend nach Terminvereinbarung, um die Wartezeiten für euch so gering wie möglich zu halten. Auch die Online-Terminvergabe ist seit vergangener Woche wieder möglich. Hier geht ihr bitte einfach auf www.hanau-digital.de. Ihr wählt den jeweiligen Standort aus, eure Dienstleistung und ein paar persönliche Daten. Wenn ihr uns die E-Mail-Adresse hinterlegt, so erhaltet ihr eine Terminbestätigung mit den angeforderten Unterlagen. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr von jedem unserer Warteplätze einen Blick auf unsere Monitore habt? Links auf dem Monitor ist die vergebene Wartenummer zu erkennen und rechts daneben der Schalter, der für euch bereitsteht. Dieses Gerät kennt ihr schon, wenn ihr in der letzten Zeit bei uns im Stadtladen gewesen seid. Das Self-Service-Terminal der Bundesdruckerei. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein Passbild von euch aufzunehmen, welches innerhalb von Sekunden an den Service-Schalter übermittelt wird. Das Gerät ist per Touchscreen auch mehrsprachig nutzbar. Selbstverständlich könnt ihr auch weiterhin Passbilder mitbringen. Unser Barkassenautomat. Wir wünschen uns eine bargeldlose Zahlung. Das dient der Sicherheit und den Corona-Hygienemaßnahmen. Deshalb haben wir alle 24 Service-Arbeitsplätze mit einem EC-Gerät ausgestattet. Sollte euch eine bargeldlose Zahlung einmal nicht möglich sein, so erhaltet ihr am Service-Schalter diese Kassenkarte. Mit der Kassenkarte könnt ihr dann hier an diesem Automat auch in bar bezahlen.